Nee, ich habe eine Frage. Also, bei uns in unserer Stadt, wo wir jetzt wohnen, gibt es einen Holger, der ist aus unserem Land, der macht Filme, das und unterrichtet. Aber seit 10 Jahren praktizierte manche wieder. Und er meinte, ja, ich werde diesen Gemma ändern. Aber seit 10 Jahren bleibt das immer gleich. Sollen wir jetzt da hingehen und lernen bei ihm? Oder? Ja, ich meine, dass man sagt, ja, weil er Bid'a macht, ich gehe nicht mehr in die Moschee, das ist falsch. Ja, ja, unterrichtet er auch. Was unterrichtet er? Unterrichtet er etwas, was richtig ist? Oder unterrichtet er Bid'a? Ja, wie hast du gewusst, dass er Bid'a macht dann? Ja, weil viele sagen, dass das viele sagen, aber ist das Bid'a, was er macht? Was macht er denn? Was macht er zum Beispiel? Zum Beispiel jetzt nach dem Gebet zusammen Dua, zusammen Dicke und Maulid Yasin und sowas. Maulid und Yasin auch? Der ist guter Imam, Allah yedik. Allah yedik, Allah yedik. Warum bist du so streng, Achi? Sei locker! Wir sind in meinem. Aber was unterrichtet er? Was unterrichtet er, meinen wir? Ja, was macht er in diesem Dars? Über was redet er? Welchen Islam? Konkret, etwas Beispiel, konkret. Sagt er zum Beispiel, Aqida von Ahlus Sunnah al Jama'a ist die richtige Aqida, da sollte man von den großen Gelehrten nehmen, sollte man den Islam bringen, oder der sagt dir Sachen, die... Alle reden an dem. Auf jeden Fall. Wenn dieser Imam, dieser Khoja, wenn er Aqida von Ahlus Sunnah al Jama'a hat und wenn er auch vielleicht in manchen Sachen Fehler hat, aber die sind noch im grünen Bereich, sage ich jetzt, dass man eventuell unterschiedliche Meinungen haben könnte, dann könnte man Barakallahu fik, Jazakallahu khairan, bei ihm lernen, wenn das, was er beibringt, mit dem Koran und authentischen Sunna übereinstimmt. Wenn nicht, dann suchst du dir einen anderen. Aber man betet in der Moschee, solange der Imam Muslim ist. Wallahu ta'ala, ala, ala. Da muss man aufpassen. Nicht, dass die Leute sagen, Achi barakallahu fik, Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, wurde gefragt. Die Leute wollten ihn töten lassen. Ja, die waren von Al-Asha'ira. Die wollen ihn töten lassen. Dann hat der Emir damals gesagt, willst du, dass ich sie köpfe? Dann sagte Sheikh al-Islam, und wer wird den Kindern und den Frauen Koran beibringen? Wer wird Imam in den Moscheen machen? Deshalb, wir müssen aufpassen. Auch wenn jemand Bid'a macht. Das heißt nicht aber, weil er Bid'a macht, dann darf man hinter ihm nicht beten. Oder man darf mit ihm nicht sitzen. Oder man darf ihn nicht hören. Die Köpfe von Bid'a, die zu schlimmen Bid'a aufrufen, ja. Aber diese normalen Khojas, Achi barakallahu fik, du weißt, wie die Lage ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Ich meine, bei vielen, die wollen ändern. Aber die können nicht, weil es gibt so wie ein Jama'a-Zwang. Die werden nicht akzeptieren. Warum haben wir heute türkische Moschee, albanische Moschee, syrische Moschee, ägyptische Moschee, obwohl Moscheen für Allah sind, ja? Warum haben wir das? Weil jeder das abkopieren will, was man zu Hause hat und hier bringt. Wie zu Hause. Deshalb, wenn du ihm etwas machst, was nicht wie zu Hause ist, dann will er von dir nicht. Aber wenn du das ihm gibst, nach Jama'a alle, Allahumma salli, und Hände heben, und dann so, und tüf tüf, und diese Sachen alle, super. Aber wenn du das nicht machst, die Leute gucken dich komisch an. Sagst du, Allah, der kann nicht beten. Schau mal, der macht alles falsch. Du machst nach der Sunna, die sagen falsch. Die machen Bid'a, sagen, Allah muss da. Wallah, die Lage ist so.